wenn ich sie backstabben kann. So. Beziehungsweise executen. Sieht atmosphärisch aus hier unten, oder? Mal wieder zur Abwechslung. Also recht düster. Tür voraus, was du nicht sagst. Das hier ist nämlich ein Gegner. Wow. Au, und der kann dasselbe wie wir. Das ist nämlich ein Doppelschildträger. Die Jungs sind unfreundlich. Und vor allem durch ihren doppelten Schild sind sie ziemlich garstig. So. Der da ist aber weg. Genau, die Autoritätsritter. Wir haben eine Rüstung von ihm gekriegt. Die von einstmal stolzen Rittern getragene Rüstung. Überbleibsel einer Gruppe, die einst versuchte, die Gruft der Toten zu erobern, in der wir uns gerade befinden. Für diese aus der Anmaßung geborene Tat dürfen sie niemals im Frieden ruhen und müssen als Gruftwächter dienen. Ja. Und hier wird's auch nochmal eklig. Hier sind nämlich zwei Dunkelmagierinnen. Au. Mir fällt auch gerade so ein, ich könnte mal wieder meinen Ring wechseln. Hartsteuerring bringt es hier jetzt nämlich mehr. So, eine ist weg. Das heißt, mit der zweiten können wir uns so anlegen. Und die vergiftet uns. Wow. Und macht einen bösen Regen. Und sie hat Anhänger, was genauso übel ist. Deswegen habe ich die Eide auf Distanz ausgeschalten. So. Trinken und den Stab der schwarzen Hexe einsammeln. Und einen Magierstein. So. Da wäre übrigens ein Ölfass gewesen, was jetzt kaputt gegangen ist. Da hätten wir die eine in Brand stecken können. Was hast du zu sagen? Versucht angreifen. Nein, hier ist keine Illusionswand. Gut. Vorsicht vor Fackeln und daher Hurra für Finsternis. Ja. Verdummt voraus, versucht angreifen. Nein. Wagt es ja nicht. Vorsicht vor Fackel. Ja, die Warnung. Human, do not produce light. Light and all those who bear it are unwelcome in this place. Genau, da kommt nämlich jetzt die Warnung, kein Licht zu machen. Lügner voraus. Versucht Licht, ja. Okay, wir können jetzt hier hochgehen und zwar in aller Ruhe. Die Jungs machen uns nämlich nichts. Netterweise. Und wir können hier die große Seele eines namenlosen Soldaten schnappen. Etwas Erstaunliches voraus, deshalb versucht Fackel. Okay, danke. Das war nämlich mal wieder einer dieser Unsichtbaren. Hier ist aber keiner. I am Ogden, Guardian of the Crypt. Countless dead rest here in peace. Cradled by the comfort of dark. Light only agitates. We have no need for it here. Ja.
Da spricht er wahre Worte. In der Dunkelheit können die Toten ruhen. Oder besser ruhen. Und man sieht, das sind Gruftwächter. Die kennen wir ja bereits, jedenfalls diese Version hier. Aus der Irdenspitze, aus Erlon Peak. Nur, dass die drei hier friedlich sind. Und die hier große Sensen tragen. Sicheln tragen, nicht Sensen. Gut, reden wir mal weiter mit ihm. I am a finito. We weave death and watch over the dead. This task was granted to me by the one who gave us the first death. Countless souls rest here. Some of them from ages long ago. Some were rich, others poor. Some wise, some dull, but now they're all just dead. Ja, der Tod macht keine Unterschiede, will uns damit sagen. Did you come for him? The one called Fendrick. You will find him deeper inside. Many castle servants and the like have come to fetch their lord. But they rest here now, put to death by the king's own guard. Perhaps he's not in the mood for company. In the past, humans were one with the dark. The former king of light, he feared humans. Feared that they would usher in an age of dark. How queer you humans. How you go on, never separating truth from fiction. Ja, er sagt es auch nochmal, der Gebieter des Lichts fürchtete die Menschen. Das hat uns der unbekannte Wurzeltyp auch gesagt. Und ja, er ist ein Finito. Wir haben ja oben im Schreiben von Amana bereits die Milfanito kennengelernt, also die weibliche Form von ihm. Und ich kann jetzt mal den großen Vorhang fallen lassen für die, die es noch nicht gemerkt haben. In ihrem Namen kommt Nito vor. Der erste Tote, den wir in Dark Souls 1 getötet haben. Und scheinbar hat er ihnen allen, ja, Gaben gewährt. This place is welcome to all, provided due reverence is shown. Death is equitable, accepting. We will all one day be welcomed by her embrace. Tell me what you desire. Show me reverence, and I will lend you my hand. Jo, er bietet uns an, auf jeden Fall erstmal eine Gnadengeste, dass er uns hilft, also mal wieder ein Unterstützer. Bei ihm können wir Sachen kaufen, wie den Ring der Dornen. Finsternis, Pfeile und Bolzen. Sehr viele Menschenbilder. Bin fast schon am Überlegen, ob ich sie alle kaufen soll, dass ich sie einfach hab. Aber nee. Wärme, Seelenfrieden, obwohl doch. 30.000 Seelen kriegen wir schnell wieder zusammen. Wenn nicht, können wir Seelen was aus dem Seelenpool holen. Also von den Seelengegenständen. Und er hat ein paar Zauber. Seelenfrieden zum Beispiel ist ein Wunder. Gegen Hüllen. Und Wärme ist eine Heilpyromantie, die ziemlich böse ist, wenn ein Phantom oder ein anderer Gegner sie benutzt. So. I am a finito. We weep. This task was granted to me. Countless souls rest here. Some are rich. Genau, das mit dem Finito. In the past, the former king of life, he und da der König des Lebens. Quick. Ja. Farewell. So, das heißt, wir können jetzt einfach weitergehen. Er hat uns jetzt nur davor gewarnt, kein Feuer zu machen. Finstergeist voraus. Versucht unten, aber Vorsicht vor Hülle. Genau, ich höre sie schon. Da ist eine Nebelwand. Wagt es ja nicht. Hurra für Geheimfahrt.
Und ja, da oben ist auch eine Hülle. Die können wir mal runterschießen. So, da ist der uns schon mal nicht mehr im Weg. Weil, wie gesagt, wir können hier runterhüpfen. Man sieht den Vorsprung. Wir sind aber auch Gegner. So, erstmal eine Häftlingskapuze, sehr schön. Versucht Geheimfahrt. Genau, das ist nämlich hier. Einfallspinsel, Gewürzseele eines Helden. Und dann können wir hier die Leiter hochklettern. Wow. Auf dich habe ich irgendwie vergessen. Hier sind nämlich die eigentlichen Orte, wo die Jungs auftauchen sollten. So, wir klettern einfach durch ihn durch. Und ignorieren ihn. Erstmal. Geborstene Augapfel und noch ein Feuersamen, das ist sehr gut. Und hier können wir wieder runter. Und können uns mal an ihm rächen. So. Weg ist er. Gut, ich heile mich mal und dann zeige ich euch mal, was passiert, wenn man hier die Fackel anzündet. Jedenfalls die eine zünde ich mal aus demonstrativen Zwecken an. So. Wenn ich die anzünde, spawnt hier ein Finstergeist, der ziemlich stinkig auf uns ist, dass wir angezündet haben. So. Das war nur der eine. Für diese eine Fackel. Deswegen kann man das auch ruhig machen. Er hatte auch nichts dagegen. Wir dürfen eben nur kein Licht in seinen Raum reinbringen. Alles andere ist ihm egal, weil hier hängen ja schon wieder Fackeln und Licht und alles. Nur das hier ist eben dem Finstergeist nicht egal gewesen. So, hier können wir wieder runter. Das mache ich auch gleich, aber erst gehe ich kurz durch die Nebelwand. Denn das hier ist keine Boss-Nebelwand, sondern einfach eine reguläre. So. Was bedeutet das eigentlich meistens, dass ein... Oh, hi du. Dass ein Leuchtfeuer in der Nähe ist. Der da könnte etwas böse werden. Genau deswegen nämlich. Weil hier enger Raum ist. Aber zurück haben wir ein ziemlich stabiles Schild. So, und sind den erstmal los. Ein Seelengefäß. Ja, das werden wir später mal brauchen, Seelengefäße. Zwei Stück nämlich. Finstergeist voraus. Das ist alles kein Problem. Nämlich hier. Vorsicht vor Tränen. Das hier ist... Wenn man dagegen schießt, nein. Wenn man genau hinsieht, sieht man hier auf der Statue Wachs. Und leider sieht man es in der Dunkelheit nicht. Und ich glaube, durchs Nachhellen wird man es auch nicht sehen. Da hinten sind überall Fackelhalter.
Ich könnte das Wachs entzünden und damit die gesamte Gruft in Licht tauchen. Wir haben gesehen, was bei dem einen Fackelhalter da oben passiert ist. Und da ich keine große Lust habe im Augenblick, mich noch mit mehr Finstergeistern hier rumzuschlagen, solange ich nicht durch das nächste Gebiet durch bin, bleibt das auch erstmal so, wie es jetzt ist.